Herzlich willkommen zu Push hier vom Messegelände in Hannover. Hier findet die nächsten zwei Tage der Bundesparteitag der CDU statt. Wir freuen uns auf spannende Reden und intensive Debatten und ich nehme euch jetzt einmal mit. Der 35. Parteitag, der erste seit Beginn der Corona-Pandemie, der wieder vor Ort stattfindet. Über 1000 Delegierte sind hier nach Hannover eingeladen worden und uns bewegen aktuell in Deutschland, aber auch in der Welt unfassbar viele Themen. Und wir wollen mal nachhorchen, was sind hier die Erwartungen an den Bundesparteitag und was für eine Rolle spielt die Junge Union hier? Ich wünsche mir, dass wir hier die Fragen beantworten, die unsere Partei nach vorne bringen, aber auch die Fragen, die die Menschen gerade beschäftigen. Wir haben bereits den Initiativantrag des Bundesvorstands zur Energiekrise beschlossen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass es hier nicht nur um uns selbst geht, sondern auch darum, dass wir Deutschland nach vorne bringen. Die CDU lässt heute abstimmen über Teile der Grundwertecharta und ihrer Programmatik. Deswegen finde ich es auch wirklich wichtig, dass die Junge Union hier sich wesentlich einbringt. Wir haben hier über 50 Anträge, die Junge Union Deutschlands mit beantragt. Wir geben, wenn es um den Aufbruch der Partei geht, immer die stärksten Impulse. Weil es natürlich auch unsere Zukunft ist. Wie ihr seht, ist die Junge Union eine junge und laute Stimme mit Gestaltungsanspruch, auch hier auf dem Bundesparteitag. Und wir sind gespannt, was für Akzente wir hier in den nächsten zwei Tagen setzen können. Und natürlich geht es bei einem Bundesparteitag auch um die Reden und deswegen nehmen wir euch einmal mit rüber in den Plenarsaal. Der Bundesparteitag ist schon im vollen Gange. Der Saal ist voll mit Hunderten von Delegierten. Und jetzt gerade spricht unser Parteivorsitzender Friedrich Merz. Friedrich Merz hat die Themen angesprochen, die die Delegierten, auch uns hört Ula und natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land bewegen. Der Krieg in der Ukraine, aber auch die aktuelle Energie- und Inflationspolitik. Alles Themen, für die wir hier in Deutschland einen klaren Kurs brauchen. Einen klaren Kurs, den die Ampelregierung definitiv nicht liefert. Während hinter mir hier der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, spricht, sind wir mitten in der Messehalle. Hier haben viele Unternehmen und Organisationen ihre Stände. Und wir begeben uns jetzt mal zum allercoolsten Messestand, nämlich zum Stand der Jungen Union. Wie ihr hier an unserer Wall of Fame der Jungen Union sehen könnt, waren auch schon alle politischen Größen bei uns. Antonia, möchtest du mir mal zeigen, was dein Lieblingsfoto, was dein Lieblingsprojekt ist und warum? Klar, gerne. Aber fangen wir erstmal nochmal hier an mit einem Bild. Hier kann man sehen, hier wurde in Königstein die Junge Union vor 75 Jahren gegründet. Und jetzt komme ich mal zu einem ganz kleinen, besonderen Schmankerl. Folgt mir. Tilman Kuban als Luigi und daneben auch nochmal Tilman Kuban als Bergarbeiter. Großartig, oder? Die konnten wir uns nicht entgehen lassen, aufzuhängen. Neben all den wichtigen Themen und Herausforderungen, für die die CDU und die Junge Union die besten Antworten haben, wollen wir uns mal mit der wohl interessantesten Frage beschäftigen, und zwar, wo finden wir hier den besten Kaffee? Ich glaube, ich bin fündig geworden. Definitiv 7 von 7 Kaffeetassen. Der Parteitag ist im vollen Gange. Wir erleben zum Teil hitzige Debatten. Julie, wie erlebst du den Parteitag so? Ja, also für mich ist das der erste Parteitag als Delegierte. Also schon ein bisschen aufregend und jetzt hier mit den heißen Debatten. Also ich habe mich schon richtig drauf gefreut und ich glaube, da können wir heute ganz gut was bieten. Ein ganz besonderes Highlight des heutigen Parteitages war die Wahl von Christina Stumm zur ersten stellvertretenden Generalsekretärin. Liebe Christina, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns total, mit dir eine junge und weibliche und laute Stimme an der Spitze der Partei zu haben. Was sind denn jetzt die Akzente, die du setzen möchtest? Erstmal vielen herzlichen Dank. Natürlich möchte ich für die kommunale Ebene da sein. Da ist mir natürlich ein wichtiges Anliegen, unsere kommunale Basis viel stärker einzubinden, Programme mitzuentwickeln, Nachwuchsprogramme auch, wo ich mit der Jungen Union was entwickeln möchte, damit wir einfach noch viel, viel stärker und jünger werden. Ich sage immer, jünger, moderner, weiblicher, das ist mein Motto. Deshalb finde ich das echt spitzenmäßig, dass ich jetzt in der Funktion bin und gemeinsam mit euch was bewegen darf. Des Bundesparteitages ist rum. Tilman, was ist dein Fazit? Ja, heute ging es vor allem um die Wahl von Christina Stumpf, unseren Energieantrag und natürlich die Debatte zur Frauenquote. Aber morgen kommen die wahren JU-Anträge.
Freust du dich schon? Ja, morgen geht es wirklich in die inhaltliche Debatte. Das ist unsere Sternstunde, wo wir unsere Anträge verteidigen, die ihr auf dem Deutschlandtag gestellt habt. Da geht es beispielsweise um die Grunderwerbsteuer fürs erste selbstgenutzte Eigenheim, damit es günstiger wird, sich mal wieder Wohnraum zu schaffen. Da geht es aber auch um die Fragen von Europa, von Digitalisierung und da werden wir kämpfen. Dann nehmen wir euch morgen natürlich wieder mit. Tillmann, was macht ihr heutige Abend noch? Party. Ja, cool. Auf geht's. Ein langer Tag geht zu Ende. Wir freuen uns jetzt erstmal auf ein kühles Bier. Und wenn ihr dieses Video seht, sind wir schon längst wieder für euch unterwegs an Tag 2 des Bundesparteitages.